Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Produkttester-Kanal zu einem neuen Video aus der Einfach-Erklärt-Reihe. Heute sprechen wir über die Robotik. Seid ihr da gespannt drauf? Na, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Los geht's! Ja, wie schon erwähnt, sprechen wir heute über ein ganz besonderes Thema, und zwar über die Robotik. Du fragst dich wahrscheinlich jetzt, warum ist die Robotik eigentlich überhaupt so wichtig? Nun, gut, die Frage. Ja, aber stell dir mal vor, du hast ja einen kleinen Helfer an der Hand, der dir halt im Haushalt zur Hand geht. Er tut für dich Staubsaugen, er wäscht Geschirr oder hilft dir einfach beim Einkaufen. Das klingt eigentlich schon toll, aber Roboter können eigentlich noch viel mehr. Ja, sie helfen in großen Fabriken zum Beispiel, Autos oder Handys zu bauen. Sie können sogar in Krankenhäusern eingesetzt werden, um Ärzten bei schwierigen Operationen helfen zu können. Manche Roboter erforschen sogar den Weltraum. Für sie ist also, ja, sie sind also echt die Alleskönner und machen unser Leben oft etwas besser. Aber Robotik ist nicht nur für Erwachsene interessant, auch für Kinder und Jugendliche kann das ein sehr großer Spaßfaktor sein. Ja, man kann zum Beispiel kleine Roboter bauen und programmieren, habe ich selbst auch schon mal gemacht, hat riesigen Spaß gemacht. Und ja, wie so ein spannendes Puzzle, nur dass man dann eben am Ende eben ein Roboter herauskommt. Das Ziel dieses Videos ist es, euch die Welt der Roboter etwas näher zu bringen, ohne dass es jetzt kompliziert wird. Wir werden über verschiedene Arten von Robotern sprechen, wie sie so funktionieren und wo sie überall eingesetzt werden. Das Beste ist aber, ihr braucht da kein Technikprofi zu sein, um das alles ein bisschen verstehen zu können. Wir gehen alle Schritt für Schritt durch und das in einfachen Worten. Seid also gespannt und bleibt auf jeden Fall dabei. Und ja, wenn ihr das Video mögt, dann vergesst nicht, den Like-Button zu klicken und den Kanal gerne zu abonnieren. Jetzt geht's aber los mit unserer spannenden Reise in die Welt der Robotik. Beginnen wir mal mit dem Wort Roboter. Wo kommt das eigentlich her? Nun, das Wort Roboter kommt aus dem Tschechischen und bedeutet so viel wie Arbeit. Ursprünglich wurde es in einem Theaterstück verwendet, in dem eben Maschinen die Arbeiten von Menschen erledigen. Seitdem hat sich der Begriff sehr weit verbreitet und steht heute für alle Arten von Maschinen, die Aufgaben für uns erledigen können. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wann wurden denn die ersten Roboter gebaut? Die Antwort ist, es ist schon sehr, sehr lange her. Vor sehr, sehr langer Zeit hat man die ersten Roboter schon bereits eingesetzt. Die ersten Roboter waren natürlich nicht so schlau und so stark wie die heutigen. Aber trotzdem waren sie sehr beeindruckend für ihre Zeit damals. Zum Beispiel gab es im alten Griechenland Automaten. Ja, das sind einfache Maschinen, die bestimmt die Aufgaben erledigen können. Einer dieser Automaten konnte sogar eine Flöte spielen. Im Laufe der Zeit wurden die Roboter immer besser. Im 20. Jahrhundert kamen die ersten Roboter in Fabriken zum Einsatz. Sie konnten einfache Aufgaben wie das Heben von schweren Dingen erledigen. Das war ein großer Schritt, denn dadurch konnten Menschen einfach mehr entlastet werden. In den letzten Jahren hat sich die Robotik rasant weiterentwickelt. Heute gibt es Roboter, die in der Medizin zum Beispiel helfen, im Haushalt oder auch sogar im Weltraum. Einige Roboter können sogar lernen und sich an neue Aufgaben anpassen. Ja, das ist wirklich faszinierend. Aber nicht alles ist perfekt. Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, dass Roboter Arbeitsplätze beispielsweise wegnehmen können. Ja, das ist ein wichtiges Thema und das ist auch wichtig, dass man darüber spricht. So viel einmal zur Geschichte der Robotik. Ich hoffe, es war interessant für dich, für euch. Weiter geht es nun mit den Grundlagen. Was ist ein Roboter eigentlich? Das Thema schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Ja, was ist ein Roboter? Wie ist er aufgebaut? Und welche verschiedenen Arten gibt es denn so? All das besprechen wir jetzt. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was ist ein Roboter? Nun, ein Roboter ist eine Maschine, die Aufgaben für uns erledigen kann. Manchmal sieht er aus wie ein Mensch, manchmal sieht er aus wie ein Auto oder auch irgendwie ganz anders. Und das Tolle an Robotern ist einfach, dass sie Dinge tun können, die für uns Menschen schwer oder gefährlich sind. Zum Beispiel können sie sehr schwere Sachen heben oder auch in der Dunkelheit sehen. Jetzt kommen wir zu den Hauptteilen eines Roboters. Was hat so ein Roboter? Ein Roboter hat meistens einen Körper, der hat Arme, Beine oder Räder, um sich halt zu bewegen. Dann hat er Sensoren, das sind sozusagen seine Augen und Ohren. Sie helfen dem Roboter, seine Umgebung zu erkennen.
Und schließlich hat er ein Gehirn, also einen Computer, der ihm sagt, was er tun soll. Es gibt viele verschiedene Arten von Robotern. Einige arbeiten in großen Fabriken und helfen dabei, Dinge herzustellen. Diese nennt man Industrieroboter. Dann gibt es noch Service-Roboter, die uns im Alltag einfach weiterhelfen. Das sind ja kleine Staubroboter beispielsweise. Der eine oder andere von euch hat mit Sicherheit schon mal einen gesehen oder ihr habt vielleicht selber sogar einen. Ja, und Roboter, die beispielsweise auch im Krankenhaus Medikamente verteilen können und so weiter. Es gibt sogar Roboter, die im Weltraum unterwegs sind, um uns Bilder von anderen Planeten zu schicken. Das ist doch ziemlich cool, oder? Aber nicht alle Roboter sind groß und teuer. Es gibt auch kleine Roboter, die man selbst zu Hause bauen kann. Das ist wirklich ein tolles Hobby, kann ich nur jedem empfehlen, wer da Interesse dran hat. Und man lernt auch sehr viel über die Technik dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt einen kleinen und guten Durchblick über die Grundlagen der Robotik bekommen. Jetzt gehen wir noch tiefer ins Thema und schauen uns an, wie Roboter eigentlich so funktionieren. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Zuerst sprechen wir über die Sensoren und die Aktoren. Was ist denn nun mal das? Stell dir mal vor, ein Roboter hat Augen und Ohren. Ja? Das sind seine Sensoren. Sie helfen ihm, die Welt um sich herum zu erkennen, zu sehen, zu hören. Zum Beispiel kann ein Roboter mit Sensoren erkennen, ob es ja vor ihm eine Wand gibt oder nicht. Ja? Jetzt zu den Aktoren. Das sind die Teile, die den Roboter bewegen. Also seine Arme, seine Beine oder seine Räder. Wenn der Roboter zum Beispiel einen Ball greifen will, benutzt er seine Aktoren, also seine Arme, um das zu tun. Eigentlich genau wie wir auch. Als nächstes kommen wir mal zur Steuerung und zur Programmierung. Ein Roboter hat ein kleines Gehirn, also einen Computer. Dieser Computer bekommt Informationen von den Sensoren und sagt dann den Aktoren, was sie tun sollen. Im Prinzip wie bei einem Videospiel, wo du halt die Figur steuerst. Nur, dass der Roboter sich selbst steuert. Aber wie weiß denn jetzt so ein Roboter, ja, was er tun soll? Nun, dafür gibt es Programme. Das ist so eine Art Anleitung, die dem Roboter halt sagen, was er in welcher Situation machen und nicht machen soll. Manchmal kann man den Roboter auch selbst programmieren. Das ist ein bisschen wie Kochen nach Rezept. Nur das Ergebnis ist, ja, ein Roboter ist, der eine bestimmte Aufgabe erledigen kann. Ihr kennt es wahrscheinlich auch vielleicht aus eurer Firma. Diese C&C-Automaten sind ja auch programmierte Roboter, bei denen man die Programme eben schreiben muss. Jetzt kommen wir zum sehr spannenden Teil der KI, also künstliche Intelligenz. Das bedeutet, dass der Roboter nicht nur Anweisungen befolgt, sondern auch selbst lernen kann. Stell dir mal vor, du zeigst dem Roboter einmal, ja, wie er einen Ball wirft und dann kann er es immer wieder tun, ohne dass du es ihm ständig zeigen musst. Das ist natürlich ein ganz großer Fortschritt. Ja. Er lernt und lernt immer weiter dazu. Ja, das Coole bei Roboter ist einfach, die vergessen auch nichts, wenn man es nicht löscht. Ja, KI wird immer mehr in der Robotik eingesetzt. Manche Roboter können sogar Gesichter erkennen oder mit uns sogar ja auch sprechen und auf uns reagieren. Das ist fast wie in einem Science-Fiction-Film, nur eben, dass es halt echt ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein besseres Verständnis oder eine Vorstellung davon, wie Roboter funktionieren. Weiter geht es, indem wir uns einmal anschauen, wo Roboter überall eingesetzt werden. Also lasst uns gleich damit loslegen. Zuerst schauen wir uns mal die Industrie und Fertigung an. In großen Fabriken sind Roboter echte Arbeitstiere. Sie können schwere Sachen heben, sie können Dinge zusammenschrauben, ja, und sogar Autos bauen. Das ist wirklich super, weil sie halt ja viel schneller und genauer arbeiten können als wir Menschen. Und das Beste, ja, sie werden nicht müde. Wir kommen mal zur Medizin. Ja, da habt ihr richtig gehört, Roboter können auch Ärzten helfen. Ja, sie können zum Beispiel bei Operationen assistieren. Habt ihr bestimmt auch schon mal in Serien gesehen oder auch so in Nachrichten, dass die da wirklich mit entsprechenden Sonden und so weiter unterstützen. Manchmal sind sie auch so klein, dass sie ja in den Körper sogar hineingehen und dort weiterhelfen können. Das ist wirklich beeindruckend und kann halt auch Leben retten. Als nächstes sprechen wir mal über den Haushalt. Wer hat nicht schon mal davon geträumt, einen eigenen Butler zu haben? Cool, oder? Roboter können das für uns übernehmen. Es gibt Roboter, die den Boden saugen, das Geschirr spülen oder sogar den Rasen mähen. Habt ihr mit Sicherheit auch schon überall gesehen. Vielleicht habt ihr sowas selber. Wenn ihr das habt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie das so ist. Ich würde zum Beispiel, wenn ich sowas hätte,
wahrscheinlich stundenlang zugucken. Auf die Art und Weise bleibt halt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Zum Schluss schauen wir uns mal die Forschung und Raumfahrt näher an. Roboter können Orte erkunden, zu denen Menschen nicht so einfach hinkommen. Zum Beispiel in den Tiefen des Ozeans oder sogar auf anderen Planeten. Sie schicken uns dann Fotos und Daten, damit wir mehr über diese Orte erfahren können. So, ich hoffe, ihr seht jetzt, wie vielseitig Roboter sind. Sie können uns in so vielen Bereichen helfen und machen unser Leben einfach, ja, einfacher und spannender. So, jetzt wird es ein bisschen ernster, denn wir sprechen über Ethik und gesellschaftliche Fragen rund um die Robotik. Das sind Themen, die uns alle angehen. Ja? Also lasst uns gleich mal damit starten. Zuerst schauen wir uns mal den Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung an. Roboter sind super in dem, was sie tun und wie sie es tun. Sie sind schnell, sie machen keine Fehler und brauchen keine Pausen. Aber was passiert mit den Menschen, die vorher diese Jobs gemacht haben? Werden sie arbeitslos sein? Das ist eine große Frage, der wir uns alle stellen müssen. Denn während Roboter viele Vorteile haben, dürfen wir die Menschen nicht vergessen. Jetzt kommen wir mal zur Ethik in der KI und Robotik. KI steht für künstliche Intelligenz, also wenn Roboter selbst lernen können. Ja, das ist echt cool, aber auch ein bisschen creepy, ein bisschen gruselig, findet ihr nicht auch? Was, wenn ein Roboter etwas tut, was nicht in Ordnung ist? Wer ist dann schuld? Ist der Roboter schuld oder die Person, die ihn programmiert hat? Das sind Fragen, die wir klären müssen, bevor wir da, ja, Roboter noch schlauer machen oder noch schlauer werden lassen. Zum Schluss sprechen wir noch über den Datenschutz und das Thema Überwachung. Einige Roboter können Fotos machen, ja, und sogar Gesichter erkennen. Das ist natürlich nützlich, zum Beispiel, wenn ein Roboter im Einkaufszentrum, ja, für Sicherheit sorgen soll. Was passiert aber mit diesen Daten, die er da sammelt? Das sind wichtige Fragen, denn niemand möchte natürlich, dass seine privaten Informationen einfach so, ja, herumliegen. Ja? Ich will es auch nicht. Wollt ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seht jetzt, dass die Robotik nicht nur cool und spannend ist, sondern natürlich auch ernste Fragen aufwirft. Wir beschäftigen uns nur noch etwas mit einem auch spannenden Thema, und zwar der Zukunft der Robotik. Was erwartet uns da? Werden Roboter bald unsere besten Freunde werden? Oder doch eher unsere Chefs vielleicht im Endeffekt? Lass uns das mal etwas genauer anschauen. Zuerst sprechen wir mal über Fortschritte in der KI, also der künstlichen Intelligenz. KI ermöglicht es ja, Robotern selbst zu lernen, haben wir ja schon festgestellt. Das ist so, als würde ich eben, ja, jemandem, einem kleinen Hündchen vielleicht ein paar Tricks beibringen, nur dass der Roboter halt alles viel, viel schneller lernen kann. In der Zukunft könnten Roboter so klug werden, dass sie uns bei eher noch mehr Dingen helfen können. Vielleicht gibt es bald einen Roboter, der ja den perfekten Kaffee für dich kocht oder einfach, ja, weil er gelernt hat, wie du ihn halt am liebsten magst. Jetzt kommen wir zu möglichen Entwicklungen. Roboter werden immer kleiner, schneller und auch schlauer. Vielleicht haben wir bald ja ganz winzige Roboter, so ein bisschen Star Trek-mäßig, diese Nanosonden, wo es da gibt, bei diesen Borgs, ja, die eben durch unsere Adern schwimmen und Krankheiten bekämpfen könnten. Oder Roboter, die uns ja im Haushalt nicht nur beim Putzen helfen, sondern auch beim Kochen. Die Möglichkeiten sind fast endlos. Zum Schluss möchte ich meine persönliche Meinung und einen Ausblick geben. Ich finde die Entwicklung in der Robotik echt spannend. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir die Kontrolle unbedingt behalten müssen. Roboter sind Werkzeuge, die uns das Leben erleichtern können, aber sie sollten uns nicht ersetzen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, und ich hoffe, dass Roboter ja in vielen Bereichen das Leben uns erleichtern werden. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Videos, aber nun wird es nochmal richtig spannend, denn ich stelle euch noch 6 der bekanntesten Roboter vor. Also meine, ja, es gibt ja viel mehr noch, aber das sind so meine Top 6, die ich euch einfach mal kurz vorstellen möchte. Einige davon sind echte Maschinen und andere kommen natürlich aus der Welt der Science Fiction. Also seid mal gespannt, fangen wir gleich mal mit der Liste an. Asimo, fangen wir mal mit Asimo an. Das ist ein Roboter, den die Firma Honda gebaut hat. Er sieht ein bisschen aus wie ein Astronaut und er kann laufen, tanzen und sogar Treppen steigen. Asimo zeigt, was Roboter heute schon alles können. Er ist also sozusagen der Star unter den echten Robotern.
Kommen wir zu R2-D2. Jetzt wird es fantastisch. Der R2-D2 ist ein Roboter aus den Star Wars Filmen. Er kann zwar nicht sprechen, aber er macht lustige Geräusche und hilft den Helden auf in ihren Abenteuern und auf ihren Reisen. R2-D2 zeigt uns, wie Roboter der Zukunft aussehen könnten oder zumindest halt in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ich frage mich immer, mit seinem Gepiepse, alle verstehen die immer? Ich würde da überhaupt nichts verstehen. Ja. Wisst ihr, wie das funktioniert? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Roomba, zurück in der Realität. Der Roomba ist ein Staubsaugerroboter, den viele von euch vielleicht zu Hause haben auch. Er fährt von allein durch die Wohnung und saugt den Boden sauber. Ja, einfach genial, finde ich mal. Also bleibt mehr Zeit für Spaß, viel mehr Zeit für meinen Kanal. Kommen wir zu Data. Lieutenant Commander Data. Jetzt wird es ein bisschen filmisch. Data ist ja ein Roboter oder ein Android aus der Serie Star Trek The Next Generation. Er ist so klug wie ein Mensch und hat sogar Gefühle. Ja, kann man nicht so sagen. Er will immer Gefühle haben, hat sie nicht so wirklich. Später kriegt er dann nur diesen Gefühlschip. Wird uns jetzt zu weit führen. Data zeigt uns einfach, wie weit die KI in der Zukunft gehen könnte. Wer weiß, vielleicht haben wir bald einen Data in jedem Haushalt. Lass uns mal überraschen. Dann gibt es noch den Boston Dynamics Spot. Zuletzt haben wir noch einen echten Roboter, der aussieht ja wie so ein Hund. Spot kann laufen, er kann auch springen und sogar auch ein bisschen tanzen. Er wird oft für schwierige Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel in der Industrie oder bei Rettungseinsätzen beispielsweise. Spot zeigt, dass Roboter nicht nur nützlich, sondern auch richtig cool sein können. Kommen wir noch zum Terminator. Und jetzt zu einem Roboter, der uns alle fasziniert und vielleicht auch ein bisschen ängstigt. Der Terminator, er kommt aus einer Filmreihe und ist ein Roboter, oder ein Cyborg, sagt man ja auch immer, der aussieht wie ein Mensch. Es gibt verschiedene Modelle, aber alle haben eine Mission. Ziele verfolgen und ausschalten. Oder besser gesagt, terminieren. Der Terminator zeigt uns, was passieren könnte, wenn Roboter zu mächtig werden. Vielleicht. So, das waren mal meine Top 6 der bekanntesten Roboter. Gibt natürlich noch eine multiple Anzahl mehr Roboter. Aber ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Welcher Roboter findet ihr so richtig cool? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich interessieren. Gibt ja auch noch den C3PO. Das ist ja dieser goldene Kumpel von R2-D2. Vielleicht finden den einige von euch ja auch cool. Ich finde ihn cool, aber ich muss es bei 6 einfach mal belassen. Man hat so Prinzipien, die muss man irgendwann mal einhalten. Sonst geht einfach zu lang. Jetzt haben wir echt viel über Roboter gelernt. Findet ihr dich auch? Ich hoffe es mal, dass es euch gefallen hat. Von echten Robotern wie jetzt Asimo und Spot bis hin zu Filmlegenden wie R2-D2 und den Terminator. Wir haben gesehen, dass Roboter nicht nur in Fabriken arbeiten, sondern auch im Haushalt, in der Medizin und sogar in Filmen eine große Rolle spielen. Und wir haben auch darüber gesprochen, über was wir uns Gedanken machen müssen, wie wir mit Robotern umgehen, besonders wenn es um Jobs und unsere Privatsphäre geht. Jetzt kommt noch ein wichtiger Teil, aber hab keine Angst, es wird auch nicht schwierig. Oder ich hoffe es zumindest, dass es nicht schwierig wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch bitte auf den Like-Button. Vielleicht schafft ihr das für mich. Und wenn ihr mehr solche spannenden Themen sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich auch immer über Kommentare. Was denkt ihr über Roboter? Welcher Roboter ist euer Favorite? Lasst es mich gerne wissen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Erstellen des Videos. Ja, bis zum nächsten Mal, sage ich. Und vergesst nicht, den Like-Button, habe ich euch gerade eben gesagt, zu drücken und den Kanal gerne auch zu abonnieren. Habt eine tolle Zeit. Umgebt euch mit netten Leuten. Bis zum nächsten Mal, euer Thorsten. Und der sagt jetzt Ciao.